Ey, Peter, komm jetzt Monster aus dem Ding raus. Hier, jetzt kriegen wir Sand. Erst damit es hier freigeschaltet wird. Einen neuen Sandbehälter gewonnen. Yay, jetzt haben wir alle. So, jetzt laden wir uns erstmal voll hier. Oder nee, wir machen erstmal die Kisten kaputt. Ah doch, da kommt Sand raus. Ja, okay. Kisten sind wichtiger. Sie haben eine Bedeutung. Deshalb müssen wir sie töten. Okay. Unser letzter Sandbehälter. Das heißt ja dann wohl wahrscheinlich, dass wir bald am Ende sind, wenn wir jetzt hier schon so weiter. Nein. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Ah, da hinten, also. Und da komme ich jetzt wie hoch? Halme? Nee, warte, warte. Haben wir doch hinten, oder? Stimmt. Ach so, ja, wir waren ja... Nee, warte mal. Wo haben wir denn eigentlich? Egal, wir gehen einfach da jetzt rüber. Nein. Ach, nein, das ist auch falsch. Ich habe gedacht, wir stehen da jetzt richtig. Was machst du da? Willst du mich umbringen? Also auf jeden Fall sind jetzt diese Holzdinger rausgekommen und dieses Teil. Für was soll ich denn jetzt sonst sein? Kann ich da nicht einfach raufspringen? Boah, na geht doch. Nein, hör auf zu laggen. Fraps. Ich denke, ein wahrer Krieger kämpft nicht nur für sich selbst. Und was ist mit dem Mann, der für seinen Ruhm und seine Ehre kämpft? Für sein eigenes Schicksal? Größe kann meist nur so erlangt werden. Aber was ihr beschreibt, ist kein Mann. Es ist ein Monster. Verstehe. Wir müssen diesen Disput später fortsetzen. Ich muss mal kurz Pause machen mit Fraps und dann schalte ich auch gleich wieder rein, weil das laggt so extrem. So, jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, das geht jetzt besser. Und... Oh, das sieht so schön aus. Und die Musik gefällt mir auch sehr gut. Diese singende Frau im Hintergrund. Das passt so schön zur Gegend. Waren doch jetzt aber zwei Leute. Ich würde aber gerne sehen, ob der andere gucken kann. Wahrscheinlich war das jetzt für diesen anderen Typen da. Ich habe immer Angst, wenn der hier fast runterfällt. Ich bin ein Herzinfarkt. Okay, wir brauchen keinen Sinn, wir sind schon voll. Ein Brunnen wäre nicht schlecht, damit ich mich mal wieder voll tranken kann. Nein! Oh, das sieht nicht schön aus. Oh, geh doch einfach rauf! Da.
Stein dreht sich um. Kurz beobachten. Okay, der eine dreht sich, glaube ich, gar nicht um. Also können wir das dann so machen. Dass wir den da jetzt töten und dann auf den anderen. Hier ist die Sicht anders, kein Wunder. Ich bin schon gewundert, hä, was ist denn jetzt los? Ihr habt 10 Sandkredite gesammelt. Und, ich glaube, ich muss jetzt hier runter. Ja. Jetzt gefällt mir bestimmt wieder zum Sandmonster. Unser Riesenboss. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Mit denen habe ich schon nie gekämpft. Wie soll ich überhaupt einen Schaden machen? Hab ich schon gemacht, das ist kein Schaden. Ach du Scheiße. Was muss man machen? Der ist aus purem Stein. Das bringt nichts. Überhaupt nichts. Ich muss gucken. Vielleicht muss er hier dagegen laufen oder so. Was soll ich denn machen? Stimme, sag doch was. Aua. Ich bin tot. Scheiße. Ich will nicht sterben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist normal. Okay, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Kam da jetzt irgendwie was? Oh, ich kann ihn lenken. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Neue Fahrmöglichkeit. Ich mache jetzt gerade meinen Führerschein. Anscheinend soll er uns ja da wegbringen. Nein, ich habe keinen Sand mehr. Scheiße. Und wir hatten nicht mal einen Brunnen, um das zu speichern. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt den ganzen Weg nochmal hinlaufen. Ich hoffe doch nicht. Okay. Oh nein, wir müssen einfach nur noch runter. Gott sei Dank. Okay. Weglaufen! Was ist denn da? Nee, das war doch irgendwie hier sein Fuß oder so, ne? So. Das ging aber viel schneller als vorher. Oh, lauf doch nicht so bescheuert! Meine Güte, die Lenkung ist echt doof. So, mach mich so. Hä? Was war das?
soll nicht so schnell laufen. Oh Mann. Das wird ja nie was, dass er aufhören so bescheuert ist. Das kann nichts werden mit dem. Wo hat er laufen gelernt? Komm schon. Wir schaffen das. Bitte. Oh mein Gott. Wir sind weiter. Okay. Hoch. Wir haben es überlebt. Meine Güte. Und ein Brunnen. Aber erstmal muss ich hier das Ganze zusammen sein. Sind da unten. Wo geht's überhaupt weiter? Ich gehe erstmal speichern. Und dann sage ich auch erstmal tschüss, weil die Zeit schon wieder vorbei ist und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Soll ich die Geschichte hier fortsetzen, wenn ihr nächstes Mal kommt? Ja, bitte. Also, ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weitererzählen.